Ladezeiten, die stressen mich jetzt echt schon. Ich hoffe mal, das wird im Verlauf des Spiels um einiges besser. Warum ist der Typ so lahmarschig? Boah, krasses Schwert. Das brauche ich auch. Ja, also, falls jemand fragt, ich werde auch ab und zu mal was sprechen, aber nicht so wirklich. Ich werde hauptsächlich, falls jemand will, kann er hier Kommentare schreiben, auf die Kommentare eingehen. Und während der Videosequenzen halte ich eigentlich meine Fresse, weil ich will auch die Reden hören. Okay, und schon sind wir tot. Das ging aber schnell. Scheißdreck. So, 7 Jahre später, okay. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Burn, Motherfucker! Burn! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Okay, also das ging jetzt schnell mit unserem ersten Sequenz. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Laufen. Wenn Abstergo uns anfängt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, Ladegensequenz. Natürlich können wir auch mal online zocken, wenn du es auch hast. Klar, kein Thema. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten.
Ja, zum Online-Spielen braucht man definitiv PSN Plus. Das werde ich mir dann auch noch irgendwann mal holen, wenn ich es mal günstig drankomme. Ich finde es halt ein bisschen scheiße, dass man für die PlayStation zum Online-Spielen PSN Plus braucht. Das finde ich kacke. Warum geht's auf dem PC oder bei Nintendo auch für umsonst? Nein, nur PlayStation und Xbox müssen ihr eigenes System machen, wo es im Jahr 50 € kostet. Finde ich ziemlich kacke. Nervt mich sogar richtig. Was mich noch mehr nervt, sind diese lange Ladezeiten für eine PS4. Es tut mir leid. Extrem lang. Aber ich muss zugeben, die Grafik ist bombastisch bisher. Ich hätte mir mal zwar mehr erwartet, mehr erhofft, aber... Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Um die Ladezeiten zu verkürzen, gibt es so eine Karte, die Ladezeit verkürzt. Du meinst wahrscheinlich die Festplatte. Ich habe das Spiel tatsächlich, wie jedes Spiel, musst du ja auf die PS4 installieren. Aber selbst das bringt nicht wirklich viel mehr. Siehst ja selber, die Ladezeiten sind doch recht happig. Was ich schade finde, da hätte ich mir von der PS4 um einiges mehr erhofft. Da kommen die geile Schnepfe hinterher. Wow, schnell. Also ich muss echt zugeben, die Grafik ist echt gut. Ich bin mal gespannt, wenn man mal rauskommt aus dem Schloss. Ja, ich komme ja schon. Das macht doch nicht so hektik. Zum auch noch rennen. Aha. Schwätz Deutsch, du Bachel, Mensch, nicht Französisch. Oh, was haben wir bloß wieder angestellt? Oh, das gute Esse weg. Gute Esse. Oh. Ja, schneller, schneller, du mich auch. Ja, alle, ja. Ich wette, du klaust keinen. Ja, mit was stehle ich? Ah, hier Kreis. Dieb! Leg ihn zurück! Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen leicht letzten bekannten Aufnäher zu erzeugen. Okay. Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Kopf ab. Leg das sofort weg! Das Kämpfen fand ich jetzt auf der PS4 an sich schwerer wie auf der Wii U. Ich habe ja Teil 4 auf der Wii U gespielt und da fand ich das Kämpfen um einiges leichter wie jetzt hier auf der PS4. Es liegt jetzt aber auch vielleicht daran, dass ich gerade Herr der Ringe Mord durch Schatten spiele. Und da ist das Kampfsystem etwas anders. Zwar ähnlich, aber etwas anders. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da. Halt! Ich bin das langsam Leitbürger. Ja, jetzt komm doch her, Mensch. Verarscht! So. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange.
wie weit ich schon bin jetzt bei hier Assassin's Creed. Ich habe gerade eben erst angefangen vor vielleicht 20 Minuten oder sowas. Also das ist jetzt die zweite Sequenz. Die erste Sequenz war im Prinzip dieses Trainingslevel wie immer. Und das habe ich jetzt hinter mich gebracht und jetzt beginnt die Story. Das ist jetzt gerade das erste Level. Und jetzt, du siehst jetzt im Prinzip, wie das Spiel anfängt. Vater? Komm her, Kid. Sofort. Vater? So. Schieb deinen fetten Arsch da weg, Mensch. Ho. Jetzt ist er hey. Klar. Komm mit, Junge. Servus, Dani, erst einmal. Wie lange ich heute streame? Ich schätze mal so bis 21:30, ganz grob. Je nachdem. Also ich, Dani, falls du dann mitbekommen hast, ich habe gerade erst angefangen. Hallo. Das ist jetzt gerade die Einführung. Die Story beginnt jetzt erst. Und ich werde so circa 1,5 Stunden, ganz grob, 21:30. Ist es spaßig als AC4? Das kann ich dir jetzt nach knapp 10 Minuten oder 20 Minuten noch nicht wirklich erzählen. Da ich bisher noch nicht wirklich weit gekommen bin. Was mir halt aufgefallen ist, es spielt sich anders von der Steuerung her. Das liegt aber daran, wie gesagt, ich habe Teil 4 und Teil 3 auf der Wii U gespielt und jetzt Teil 5 auf der PS4. Was mir aber wie stört, sind hier diese Ladezeiten. Ich habe extrem lange Ladezeiten. Ja, knuddelst dein Hund mal von mir auch durch, Dani. Bezirke Recoletz im Menü, okay? Etwas älter. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht doch. Die Welt ist nicht gerecht. Dieses Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. So. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Ja. Ich mach schon weg dort. Verpisst euch da aus dem Weg, Mensch. Ja, Entfernung zum Ziel verringern, ich weiß, ich hab's schon kapiert. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, er ist noch nicht stubenrein. Wo ist denn der jetzt, Mensch? Kann man die Leute nicht wegschucken? Falls ja, bin ich so doof, wie es geht. Ich habe keine Ahnung.